Servus Freunde, da bin ich wieder zurück bei Pokémon Kristall. Ja, es ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich das aufgenommen habe, weil ich eigentlich wollte, dass Lurlek TV Boilek beim Arena-Kampf mit dabei ist, mitkommentiert. Aber da wir irgendwie in Skype ein bisschen seltsam sind, weil er ist wahrscheinlich dann online, wenn ich es nicht bin und umgekehrt, wird das wahrscheinlich nicht gehen. Ich habe jetzt einfach mal Skype geöffnet und bin in Skype aktiv. Vielleicht meldet er sich ja, also wenn er einen Skype-Sound hört, dann nur keine Panik. Und ich habe mir zwei Pokémon gefangen. Einfach so als Spaß. Offscreen übrigens. Seht her. Ein süßes Dodo und dann noch süßeres Ponita. Oh. Ja, ich habe eigentlich nach einem Ledian gesucht, damit ich wieder ein Teammitglied haben kann, aber das scheint mir anscheinend nicht vergönnt zu sein. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt in den Arena-Kampf schreiten und werden, ja, wir werden Rocco vernichten. So, wer ist dich, kleines Ungeziefer? Trainer, dieser Arena benutzen Stein-Pokémon. Die Stein-Pokémon haben hohe Verteidigung. Die können sehr lange dauern. Bist du bereit? Gut, lass uns loslegen. Ja, sie können zwar lange dauern, aber nicht, wenn ich speziell angreife, Kollege. Und ich sag ziemlich oft Kollege, Jerry. Entweder Tom und Jerry oder Jerry the King Lawyer. Wie auch immer. Sandama gegen Nerd. Und der Nerd hat ein Level erreicht, weil er sowieso kurz vom Level abstand und wollte Risiko-Tackle lernen. Ich habe es ihm natürlich nicht beigebracht. Gucken wir mal, was das Metronom heute ausspuckt. Gestern war ja der 3. September, heute ist der 4. Gestern war voll der Unglückstag, aber das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, wegen erster Todestag unseres Hundes und so. Wow. Aber nun ja. Ruhe und Frieden. Aber wir reden jetzt nicht über meinen Hund, obwohl das vielleicht auch ganz gut wäre, aber nun ja, oh, wir reden über dieses nervige Sandama hier, welches mich jetzt schon abfacken will. Und Togetic hat einfach nichts Gutes, was es hier heute auspacken kann, obwohl, na gut, das ging einigermaßen. Aber ich habe ein bisschen Schiss in den Sandwirbel, dann kann das einmal was Gutes wie Eisstrahlen, das geht daneben. Robotempo ist auch nicht schlecht, aber ja. Es hält nun mal, Sandamas physische Verteidigung ist ziemlich hoch. Vor allem ist doch Sandamas Angriffswert nicht zu unterschätzen. Hier nutze ich stattdessen ein Reflektor, was jetzt allerdings voll umsonst ist, da der Kampf bald wieder beendet ist. Und Sandama haut sich nochmal in die Fresse mit seinen Klauen. Gut. Der Kampf ist vorbei, wir haben die Hälfte unserer Metronome verschwendet, also gehen wir gleich wieder rausheilen. Und ja, falls man das gehört hat, das war ein Gainer, wie jedes Mal. Ich bin eben noch ziemlich müde. Denn ich bin zwar nicht allzu lange Zeit aufgewacht. Ich wollte eigentlich, beziehungsweise ich bin auch schon viel früher aufgestanden, aber heute Nacht war irgendwie so seltsam, denn ich habe bis Mitternacht noch in YouTube gesurft. Dann habe ich noch etwas gespielt, also nicht Let's Play-mäßig aufgenommen, sondern nur so als Spaß. Und ehe ich mich versehen habe, war es auf einmal 5 Uhr morgens. Und dann war mir die ganze Nacht auch kalt, dass ich ja nicht einschlafen konnte. Aber naja, lassen wir das jetzt. Ich weiß, Nerd hätte ziemliche Probleme. Die größten Vorteile hier wären Albert, aufgrund wegen Surfer, Aurora, Stahl und Eisstrahl, Schlängli wegen Erdbeben und Vogel wegen Stahlflügel. Wir nutzen trotzdem erst einmal den Nerd, weil er einfach das schwächste Level hat. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir eine Herausforderung von Jota bekommen. Ich, Rocco, der Mamoru City Arena Leiter, bin ein Experte aus dem Typ von Stein-Pokémon betrifft. Meine Pokémon sind ziemlich oft trainiert worden und halten physischen Attacken gut stand. Das kann eine harte Zeit für dich werden. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung, komm schon. Oh, epische Musik. Da sieht Rocco viel klassischer aus als wie in den klassischen Spielen. Also in Rot, Gelb und Blau. Okay, Rocco setzt Georock ein.
Ja, und ich habe immer auch einige Probleme, die englischen Namen vorzulesen. Scheiß General, aber was soll's. Bis erst einmal. Hat ziemlich gut Schaden gemacht. Er kommt dann mit Walzer, was ziemlich idiotisch ist für uns. Denn das macht enormen Schaden. Und vor allem sehe ich gerade, alle unsere Pokémon sind anfällig gegen Walzer, außer Schlängli. Den Flugtyp, Flugtyp, Feuer, Eis, Flug. Scheiße, Mann. Mir bleibt nur Schlängli übrig. Warum bemerke ich das erst jetzt? Ich habe so eine totale Steinschwäche im Team. Aber er muss weiter Walzer einsetzen. Schlängli's Defensive ist zwar nicht so gut, aber ein Erdbeben sollte ausreichen, um Georg zu vernichten. Draußen hat der Hund gekratzt. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er gekommen ist. Moment, ich setze mal kurz die Kopfhörer ab. Nein, ist keiner gekommen. Der Hund hat sich wahrscheinlich nur gestreckt oder so etwas. Und ja, das werde ich alles in der Aufnahme lassen, weil Originalität und so. So, Schlängli und Nerd bekommen Erfahrungspunkte. Nächstes Pokémon ist Rihorn. Wahrscheinlich können die alle, nicht Walzer, aber wahrscheinlich können die alle Steinattacken. Rihorn kann, glaube ich, Steinhagel. Wir setzen den Vogel dagegen. Ja, Rihorn ist auch ein geiles Pokémon. Das sieht vom Artwork her, also von der generellen Erfindung, wie auch immer, sieht es ziemlich geil aus. So, wir nutzen Stahlflügel. Ja gut, Taubos hätte auch noch die Lehmschäle, aber wenn ich damit angreifen würde, die Gegner würden sie ewig lange aushalten. So, er wollte Scary Face, also Grimasse, aber Vogelstahlflügel sollte ausreichen, um auch ein Rihorn fertig zu machen. Und ich bin gerade dabei, ein Video hochzuladen, nur damit ihr jetzt wisst, wann dieses Video aufgenommen wird. Jetzt lädt gerade der dritte Teil von Mega Man 2 hoch. Wahrscheinlich wird es eh nicht so lange dauern, bis dieses Video hier auch online kommt, aber es sei halt nur sicherheitshalber. Onix kommt als nächstes. Wir setzen mal Vulcano dagegen. Apropos, ich könnte jetzt mal in die Spielhalle gucken. Vielleicht ist jetzt das, was ich vorhabe. Wahrscheinlich habt ihr Leute alle schon gewusst, ah, er will das und das und das, aber trotzdem mache ich ein Geheimnis daraus. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme drin lassen soll oder nicht, denn immerhin dauert dieser Weg ziemlich lange. Er ist jetzt Klammergriff rein. Flammenrad hat doch mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Was ziemlich gut ist. Denn ansonsten würde Vulcano ein paar Probleme gegen Onix bekommen. Aber Onix Spezialverteidigung ist ihm auch mehr als am Arsch. Und ja, es reicht aus. Also ich habe keine Sorgen, dass ich diesen Kampf verlieren könnte. Vor allem... Ah, jetzt ist er online gekommen. Gut. Aber trotzdem werde ich noch nicht die Initiative ergreifen, sondern ich werde abwarten, bis er mich anruft. Wird wahrscheinlich eh nicht mehr lange dauern. Wir setzen Albert ein. Er setzt Amoroso ein. Das war vielleicht jetzt etwas idiotisch von mir. Da wäre Schlängli viel besser gewesen. Ja. Versuchen wir es mit dem Surfer. Ach, wisst ihr was? Ich werde ihn anrufen. Moment. Tja, ist besetzt. Und ich glaube, man hat jetzt meine Maus gesehen, aber ich hoffe einfach mal... Oh, es setzt ebenfalls da rein. Und ich sehe gerade, Albert ist kurz vom Level up. Und ich weiß, so viel privates Zeug sollte ich eigentlich nicht in ein Let's Play packen. Vor allem nicht zum Beispiel Pokémon Online, wo ich auch ziemlich viel Zeug reinpacke, zum Beispiel, dass ich mitten und einfach essen gehe. Ich meine, gut, essen gehen muss sein und so weiter, also versteht mich nicht falsch, aber... Naja, ihr wisst schon. Gut, Defensive ist Albert ziemlich mächtig. So, das letzte ist Kaputops. Den Nerd haben wir noch gar nicht eingesetzt. Ich glaube zwar nicht, dass er Kaputops schlagen wird, aber wir versuchen es trotzdem einmal. Gut. Kaputops sieht ja auch ziemlich geil aus. Erinnert mich ein wenig an Sichlor. Früher, als ich Pokémon noch nicht so kannte, also wo ich gerade mal angefangen habe und wo ich erfahren habe, dass Kaputops auch gibt,
Habe ich Sichle und Kabutops oft verwechselt. Wahrscheinlich wegen den beiden Clown. Okay, sehen wir mal, was du einsetzt. Psywelle. Und wie viel Schaden macht es? Ja, aber ich will trotzdem, dass der nette Erfahrungspunkt bekommt. Deswegen werden wir mal den Beißer reinwechseln. So, Beißer. Du warst hier noch gar nicht. Oh, du bist auch kurz vom Level ab. Geil. Was ist denn hier los? Voll die Party. So, der Beißer wird jetzt das tun, was er am besten kann, nämlich beißen. So. Oh, er setzt Ausdauer ein. Er will den nächsten Schlag auf jeden Fall überleben. Ja. Und ich glaube jetzt, ein Flügelschlag sollte auch ausreichen. Ja, kaputt auf das Down. Beißer und Mörder erhalten Erfahrungspunkte. Beißer erhält ein Level Up. Ist ziemlich schnell. Gut, Weiteropfer wurde besiegt. Deine Pokémon sind ziemlich haben ziemlich kraftvolle Attacken. Achso, die kraftvollen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenharte Verteidigung durchbrochen. Du bist stärker als ich. Geh und nimm den Orden. Und natürlich haufenweise Money. Wir erhalten den Felsorden. Chris, danke. Ich habe den Kampf wirklich genossen. Und so dieser Felsorden macht die Verteidigung deiner Pokémon stärker. Also nicht die Verteidigung, er macht sie generell stärker. Okay. Was werde ich jetzt noch machen? Ich werde erstmal gucken, was für ein Tag ist. Freitag, na gut, ich weiß, dass jetzt dieser Kerl nicht in der Spielhalle stehen wird. Leider. Aber was soll's. Ja, Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Gut. Der Nerd ist vom Level her immer noch der Schwächste. Also werden wir jetzt weitergehen und den Nerd auch ein bisschen in Kämpfe einsetzen. Was willst du, Sack, eigentlich? Irgendjemand gibt mir hier doch was. Kommst du aus Johto? Ja, dann ja, und so, junger Mann hier, das kannst du haben. Ich hab's in Johto gefunden. Der Silberflügel! Ohne den Silberflügel können wir kein Lugia sehen. Zumindest ist das in den neueren Editionen so. Ob man hier es wirklich auch braucht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe ihn ja eben immer geholt. Übrigens, in der silbernen Edition bekommt man hier die Buntschwinge. So wie man auch in der goldenen die Silberflügel bekommt. Ich kenne dich nicht. Na und ich kenne dich auch nicht, Kollege. Und ich sage ziemlich oft Kollege, warum? Wahrscheinlich, weil alles und jeder hier in der Pokémon-Welt Kollegen sind. Aber das sage ich auch in anderen Spielen, das ist das Problem. So, Ibitak Level 35 gegen Nerd Level 38. Metronom, er will Silverblick, er will es auf die fiese Matente machen. Und wir setzen Dreschflegel ein. Ganz toll. Er will uns einfach, er verfolgt uns und will uns am Wechsel hindern. Ich hatte sowieso nicht vor zu wechseln. Ach, Togetic, nur wegen so einer Schlaggenesung einzusetzen, also bitte. Was bist du denn, Weichei? Und du setzt die ganze Zeit, wie heißt es? Na, lass mich. Feuerodem. Du setzt die ganze Zeit Feuerodem ein. Was hast du mit dieser Attacke? Die ist nicht gut. Zumindest meiner Ansicht nach ist sie nicht gut. So. Und ich habe ja gestern, zumindest am 3. September, oh, er fleckt ja schon wieder, habe ich ja Pokémon Online hochgeladen für... Oh, Giftblick, wie ist die Person jetzt? Muss ich mal schnell nachgucken hier in meiner Schublade. Man hört die ganze Zeit meinen Sessel. Ja, für Niklas Knut. Der wollte ja, dass ich... Er hat mir 6 Pokémon geschrieben, das habe ich glaube ich eh schon erklärt. Mit welche ich angetreten bin im Pokémon Online Kampf. Knirscher, geil. Einer meiner Lieblingsattacken. Und mit diesen 6 Pokémon, die waren eigentlich gar nicht mal so schlecht, obwohl 2 Unterentwicklungen dabei waren. Also ihr könnt mir auch Teamvorschläge schicken. Ich werde dann möglichst versuchen, auch mit diesen Pokémon zu kämpfen. Allerdings, was ich gern hätte, bitte keine legendären Pokémon, die mag ich nicht so sehr. Danke vielmals.
Weh, du guckst her. Aber ich würde mal sagen, dass wir das Video hier beenden. Ich bin Onkel Wolf und wir sehen uns das nächste Mal. Pfiat euch!